Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück im Zeitalter der Intoleranz, zurück bei den Walloniern. Wir haben es zumindest geschafft, den Krieg jetzt jenseits unserer Landesgrenzen zu führen und zu verlagern. Das ist ein großer Vorteil, weil dadurch hier unsere Wirtschaft nicht mehr groß beschädigt wird. Wir werden diesen Krieg weiterführen. Ich stelle mir die Frage, ob es das Risiko wert ist, hier diese Armee aufzureiben. Wir sollten allerdings keinen Schaden erhalten, denke ich mal. Dann haben wir hier eine gegnerische Armee, die wir hier eigentlich ganz gut angreifen könnten. Naja, die haben jetzt natürlich schon geschossen. Wäre vielleicht besser gewesen, auf die zu schießen. Wir sollten hier allerdings den Spießträger rausnehmen. Der sollte ins eigene Gelände gehen. Dann bewegen wir uns hier hin und bringen... Ja, am besten den Armbrustschützen mit rein, der uns hier unterstützen wird. Und dann werden wir attackieren. Okay, Anführer schon mal erledigt. Wäre mal schön, wenn man den Ritter zuerst ausschalten könnte. Es gelingt, ja, es gelingt hervorragend. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der flieht dort auch mit rein. Ist damit erstmal keine Gefahr mehr. Hervorragend. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier eine Einheit weg. Nicht den Spießträger. Den nutzen wir, um ihn auch zum Heilen dorthin zu bringen. Wir werden eigentlich mit dieser gesamten Einheit jetzt einfach... die Siedler töten. Oh mein Gott, wie grausam und brutal ist das denn? Naja, gut, okay, alles klar. Wir haben sie noch nicht mal getötet, sondern nur aufgerieben. Und die spannende Frage ist, was machen wir hiermit? Wollen wir hier reingehen? Wir werden danach angreifbar sein von den beiden Armeen. Aber ich bin relativ überzeugt von unserer Armee. Und hier werden wir einfach eine Vernichtung hinbekommen. Jawohl. Ohne selbst Schaden zu nehmen. Ja, ich hoffe, das Risiko war es wert. So, im Moment haben wir, glaube ich, noch keine einzige Einheit verloren. Insofern läuft es ganz gut. Läuft es ganz gut, würde ich sagen. So. Hier. Wir wollen die Expedition. Ganz vergessen zuletzt. Also, die Expedition zum Jianglang-Berg. Langfeng. Als die Gruppe sich dem Berg nähert, wird deutlich, dass es drei verschiedene Gipfel sind. Der nördlichste Gipfel ragt in die Höhe. Wir können Karten und Pfade durch die Bergausläufe erstellen. Benötigen wir nicht. Ja, wir haben keine Erkundungs-EP, um die Erfolgschance zu erhöhen. Studiert, wie die Gipfel geologisch entstanden sind. Ingenieurs-EP können wir durchaus auch gut gebrauchen. Ja. Obwohl ich bezweifle, dass wir drei Tüftler irgendwie nutzen werden. Aber naja, gut. Wir brauchen übrigens die Punkte jetzt in Wartenberg, weil wir hier dringend eine Müllhalde brauchen. Mehr können wir im Moment nicht machen. Neulandenburg ist der Tempel gebaut worden. Sehr gut. So, wir schauen mal, was als nächstes hier relevant wird. Ja, wir sind erst bei 6 Einwohnern. Aquädukt spielt noch keine große Rolle. Ich würde sagen, wir gehen dann mal auf den Kornspeicher. Und ja, wir müssten eigentlich da ausbauen. Warum ist das hier eigentlich so? 2 anstatt 3. Das ist ja auch nicht schön. Naja, gut. Alles nacheinander. Wir haben viele Möglichkeiten. Die Werkhalle in Wartenberg ist abgeschlossen. Produktion hier inzwischen sehr, sehr stark mit 52. Oder da fließt immer noch was rein, ne? Von Überfluss. Das ist, glaube ich, von der letzten Runde, weil nicht alles verbraucht wurde. Insofern ist das nicht ganz korrekt. So, die Universität würde natürlich hier noch naheliegen. Das Monument
ist hier nicht so wichtig, weil wir hier im Moment genug Platz haben. Also gehen wir auf die Universität. Geld dürfte auch noch reichen. Das sparen wir jetzt mal. Genau. Alles klar. Hier warten wir auf den Dragonern. Das dauert doch so seine Zeit. Also beenden wir die Runde und sind gespannt, ob die Chang dort oben einen Gegenangriff gegen unsere stärkste Armee dort unternehmen wird. Nein, stattdessen gründen sie dort ernsthaft eine Stadt. Oh Gott, und haben uns... Oh meine Güte. Haben dort tatsächlich uns kalt erwischt. Muss ich zugeben. Da hatten wir eine Einheit im Rückraum. Das war die Belagerungseinheit und noch irgendwie was. Ich weiß gar nicht mehr. Der alte Anführer, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist gerade getötet worden. Aber erstmal mit religiösen Unruhen umgehen. Haben wir denn welche? Warum kriegen wir diese Informationen? Der Glaube an eine Religion verbreitet sich automatisch mit der Zeit, abhängig vom Glauben innerhalb und außerhalb deiner Region. Wenn du nicht genug Glauben generierst, könnte deine Bevölkerung dem Einfluss einer anderen Religion erliegen und aus deiner Staatsreligion austreten, um einer anderen beizutreten oder vielleicht sogar säkulär zu werden. Regionen mit Bevölkerung, die mehreren Glaubensrichtungen angehören, lösen religiöse Unruhen aus, die zunehmen, je verschiedener die Glaubensansichten deiner Religion sind. Das müssen wir gleich mal überprüfen. Generiere mehr Glauben, um deine Bevölkerung zu bekehren und damit die Unruhen aufzulösen. Zu diesem Zweck gibt es mehrere Kulturen, Domänen, Kräfte, die dabei helfen können, Religion zu verbreiten oder sie zu vertreiben. Wenn alle Stricke reißen, stationiere Soldaten in einer Hauptstadt, um Unruhen und Unterdrückung zu bewirken. Manche Einheiten generieren mehr und weniger. Ja, alles klar. Das ist soweit verständlich. Ja, warum sagt er mir das? Gibt es hier tatsächlich ein Problem? Also, in der Hauptstadt 98 säkulare 2% Christen. Aber faktisch niemanden. Das ist also kein Thema. Neues wäre das noch gar nichts los. In Wartenberg ist auch noch gar nichts los. Ölsnitz? Nix. Oder? Nee, nix. Wolgast? Ja, hier passiert ein bisschen mehr. Tatsächlich aber noch kein Pop. 14% ansteigend chinesischer Islamismus. Nur Landburg noch nichts los. Es sieht im Moment so aus, als hätten wir noch keine religiös motivierten Unruhen. Das beruhigt mich jetzt erstmal. So, dann müssen wir erstmal uns diese Katastrophe hier anschauen. Das ist ja wirklich bitter, was hier passiert ist. Ah, das ist schlechte Aufklärung. Ne? Wir können vom Glück reden, dass unsere Bleede heil geblieben ist. Aber der arme Anführer... Der wurde abgeschlachtet. Okay, brauchen wir uns nicht weiter angucken. So, aber darauf müssen wir natürlich jetzt reagieren, auch auf diese merkwürdige Stadt, die hier entstanden ist. Das Problem ist, wenn wir die jetzt erobern, kriegen wir wieder Krisenpunkte, ne? Krisenevents und so weiter und so fort. Wie machen wir das jetzt? Die Armee besteht Armbrust, Spießträger, Armbrust, Armbrust, Samurai. Ich wollte hier eigentlich gerne nachsetzen. Aber das ist im Moment ein Problem. Insofern greife ich jetzt mal nur hier an. Ritter gekillt. Was war das hier? Katapult gekillt. Okay. So. Wir könnten mit der Armee dort reingehen. Das sollten wir, glaube ich, machen. Den Rückraum, den müssen wir sichern. Sie ist angeschlagen, aber ich glaube, es ist verantwortbar. Warte mal, aber hier haben wir... Ah, wir könnten einen Spießträger rausnehmen. Das würde okay sein. Wir nehmen den raus. Der geht hier sogar hin, würde ich sagen. Bisschen in Sicherheit. Die Armee selbst marschiert. Wir haben noch einen guten Spießträger hier. Aber wir können nicht den General rausnehmen. Wir lassen das mal so. Ah ja, genau. Der kommt da rein. Perfekt. So, Full Stack. Wir greifen an.
50% Kampfbonus. Taktiken 6. Wahnsinn. Das ist schon eine extreme Elite-Armee, die wir hier inzwischen haben. Sehr, sehr erfreulich. Die sind natürlich jetzt in die Stadt gezogen. Das ist bitter, weil wir dort natürlich auch Stadtmiliz erwarten. Aber erstmal ziehen wir die Armee zurück. Ganz zurück. Die muss ganz in Sicherheit. Die kommt hier auch, um noch ein bisschen Schutz zu gewähren. So, dann haben wir diese Armee und die Frage, was wir mit der tun. Ich denke, wir greifen hier an. Wieder ist es natürlich sehr gefährlich, dass sie gegen die eine gehen. Aber gut. Tatsächlich war das die volle Vernichtung. Hervorragend, auch wenn die eine jetzt sehr, sehr angeschlagen ist. Okay, gut. Prima. Nächste Armee vernichtet. Hervorragend. Langsam lichtet sich das, aber wer weiß, wenn er wieder mit 4-5 Armeen dann hier vorsteht, kann das ganze Spiel schnell wieder von vorne anfangen. Wir machen mit der Expedition weiter. Der zweite Gipfel sitzt eingebettet zwischen seinen Brüdern, schmaler als die anderen der Yafeng. Weil wir keine Erkundungs-EP haben, können wir die Erfolgschance nicht steigern. Wir könnten ein öffentliches Naturreservat einrichten und es hat keinen Effekt. Warum sollten wir es dann tun? Aber es ist irgendwie witzig. Wir probieren das mal aus. Wir machen das. Die 30 Regierungspunkte sind kein Problem für uns. Was immer das bedeutet. Vielleicht könnte das in späteren Zeitaltern relevant sein. Ich weiß es nicht. So, der Moment ist gekommen, wo wir hier eine Müllgrube bauen. Und damit kann Wartenberg wieder sehr schön wachsen. Und mit 21, denke ich, wartet, haben wir hier Personal über? Ja. Warte mal, aber die Müllgrube muss ja auch wieder besetzt werden. Ah, hier wird es schon wieder langsam knapp. Das ist alles wichtig. Hier gehen wir runter. Da gehen wir rauf. Locken wir ein. Null Arbeiter. Wir haben im Prinzip diesen einen hier aus dem fruchtbaren Wald noch zur Verfügung. Ich denke nämlich über was nach. Ich würde, glaube ich, gerne hier eine Plantage machen. Die auch tatsächlich besetzt ist. Wo hat der. Oh, war da irgendwo anders noch irgendeiner, den ich übersehen habe? Vielleicht hier? Na egal. Okay, wir haben offenbar Leute. Und man könnte das Flachs hier hinsenden. Dann hier auch eine Plantage machen. Und dann können wir aus dem Flachs Öl machen oder Tuch. Je nachdem, was wir mehr benötigen. Das könnte uns auch nochmal schöne Einnahmen bringen. Okay, wir gucken mal. Bedürfnisse sind hier okay. Neues Werder, auch okay. Neulandenburg, auch einigermaßen okay. Gut, Punkte haben wir nicht mehr. Was mir noch eingefallen ist, wir könnten... Ja, ich will schon irgendwann Wolgas zur Stadt machen. Insofern frage ich mich, lohnt sich da einen Händler hinzuschicken? Eigentlich nicht. Bei der nächsten Stadt, die wir irgendwo gründen, da vielleicht. Okay, dann beenden wir erneut die Runde. Dass wir hier gegen diese blöden Milizen kämpfen müssen, ist anstrengend. Und da ziehen tatsächlich die nächsten Armeen auf. Es ist Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Die werden mit Sicherheit nicht Frieden machen. Die Macht steigt auch immer mehr.
Unglaublich. So. Tja. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt in einem Angriff auf diese Stadt, sich mehr oder minder aufzureiben? Kein Schaden, schwerer Schaden, Sieg. Okay, es sieht so aus, als würde es sich lohnen. Ja, die Stadt muss da weg. Das hilft nichts. Okay, es sind wirklich nur drei Milizen, die wir, wie es aussieht, doch sehr schnell bekommen. Die auch nur drei Schaden machen. So, leider, leider, leider. Und das ist, finde ich, irgendwie ein bisschen ein fragwürdiges System. Ich meinte, naja gut, woher sollen die wissen? Ach so, diese Stadt selbst existiert jetzt weiter. Kann ich sie nicht plündern, vernichten? Ich will sie nicht haben. Au. Warum ist das jetzt eine echte, das ist jetzt ein Vasall geworden, ne? Ich will den nicht. Ich konnte noch nicht mal auswählen, ob ich die plündern kann. Wow. Ah, doch, hier oben. Region zerstören. Bringt uns nochmal Chaos. Aber was soll's. Das hemmt hier sehr unsere Entwicklung. Das muss weg. Ja, das muss zerstört werden. Okay, weg damit. Gut, das hätten wir. So, stehen da jetzt nicht sonderlich gut. Ist die Frage, könnten wir die töten? Nur mit mittleren Schaden, den wir selber bekommen. Dann würde ich sagen, nutzen wir hier unsere Kampfschiffe. Ja, ist die Frage, kriegen wir die tot? Das wäre ein effizienterer Einsatz. Nee, wir gehen auf Nummer sicher. Wir killen jetzt die erstmal. Schaut mal, wir brauchen tatsächlich sogar zwei Schüsse, um das zu schaffen. Insofern gute Entscheidung, dass wir das so getan haben. Und hier, es prognostiziert keinen Schaden. Ich hoffe, das ist so, weil wir haben hier eine Einheit, die schon schwer angeschlagen ist. Jawohl, und? Ah, es klappt. Sehr gut. Auch die ist erledigt. Okay. So, haben wir erstmal hier wieder für klar Schiff gesorgt. Ah, aber seht es so, das wird ein dauernder Abwehrkampf oben an unserer nördlichen Grenze sein, der aber dazu führt, dass wir uns ökonomisch hier trotzdem stabilisieren können. Im Moment geben wir ja eigentlich ökonomisch so gut wie nichts für diesen Krieg aus. Und es reicht, um unsere Grenzen zu schützen. Das ist ja das eigentliche Ziel. So, kann der uns erreichen? Könnte sein. Treten wir noch mit Stein. Zurück ist mir sicherer. Gut. So, 31 Punkte. Wir machen mal hier weiter. Lingfeng 3-4. Der südlichste Gipfel ist der letzte, der erkundet wird. 50-50 ist am Ende die Chance. Ja, wir untersuchen die Umgebung. Kriegen nochmal Ingenieurspunkte. Beim nächsten Mal wird sie herausstellen, ob wir es schaffen, erfolgreich das Ganze zu untersuchen. Aber immerhin Ingenieurskunstpunkte. Ja, die wir zum Beispiel für den Uhrenturm nutzen können. Der könnte auch noch hilfreich sein, um Luxus zu bekommen. So, also hier haben wir jetzt erstmal für das gesorgt. Jetzt verfolge ich mal weiter den Plan. Hier die Plantage zu bauen in Neueswerda. Auch hier bin ich mir nicht sicher, haben wir eigentlich ausreichend Leute für alles? Ja, sieht ganz gut aus. Hier bearbeiten wir das hier noch. Sehr schön. Und dann könnten wir... Ja, und das ist jetzt die Frage. Machen wir eine Presse? Können wir uns eh nicht leisten. Im Moment, die bringt Nahrung und Vermögen. Wobei ich nicht ganz weiß, eine Olive, nee, ein Speiseöl, 8 Nahrung oder 2 Speiseöl, 8 Nahrung. Das müsste man nochmal gucken. Also, Nahrung, Speiseöl.
Tatsächlich. Okay, das heißt, es wären 16 Nahrung und 6 Vermögen. Alternative ist Stoff. 12 Vermögen. Ich finde das mit dem... Also Nahrung könnten wir eigentlich locker hier weiter über die Fische erzeugen. Ich glaube, das Vermögen... Allerdings, warte mal, habe ich das richtig gesehen? Wir gehen nochmal kurz rein. 16 Nahrung ist einfach auch krass viel. Da müssen wir auch viele Fische angeln, um das zu bekommen. Und noch 6 Vermögen und hier nur 12. Nee, meines Erachtens ist das Speiseöl deutlich besser. Aber müssen wir noch auf die nächste Runde warten. Wir können aber den nächsten Siedler erstellen. Und da stellt sich wieder die Frage, wo siedeln? Das wird natürlich jetzt wieder ein Vasall werden. Wo ist es einigermaßen sicher? Wir könnten einfach hier noch einen Vasall erstellen. Warum eigentlich nicht? Ist nah an unserem Hauptgebiet, wird durch die Burg geschützt. Spricht eigentlich nichts dagegen. Ansonsten natürlich der Bereich, ne, den wir nicht gut erkundet haben. Auch nochmal so eine Aufgabe. Könnte man vielleicht sogar mal ein neues werden. Ich weiß nicht, der Entdecker, wie schnell ist der eigentlich? Bewegung 40 ist schon sehr, sehr gut. Aber ist die Frage, wenn wir es nicht schaffen, stirbt dann der Entdecker? Er hat jetzt auf jeden Fall an Erfahrung gewonnen, sonst können wir ihn einfach mal in den Norden schicken. Ne? Okay, ich denke, ich mache das hier. Das ist, ich gebe zu, nicht sehr spektakulär, die Gegend. Aber wir werden dann einen Händler hinschicken und nach kriegen wir dann auch unsere Boni dadurch. Ja, das summiert sich dann. Wir sind schon bei 170% hier. Ja, backen wir da mal ein bisschen kleinere Brötchen und werden hier einen Siedler erstellen. Können wir den auch dort erstellen? Nein. Also ist es diesmal wieder Wartenberg, würde ich sagen. Okay. Und wir bräuchten eigentlich wieder eine Stadtwache. Hier sind wir aber noch 4 Runden mit der Uni beschäftigt. Naja, wie sieht's aus mit der Unruhe? Wartet mal. Bei minus 4. Das wird ein bisschen ansteigen, aber ich mach's trotzdem. Ich schicke die Stadtwache mit. Wie viel steigt es an? Um plus 2, ja, das können wir handeln, kein Problem. Gut, okay, das wäre erledigt. Du bleibst dann erstmal hier. Oh, ich wollte auch gar nicht die Runde beenden, verdammt. Ah, Fehlklick. Aber ich glaube, viel konnten wir auch eh nicht mehr machen. Kaffeeplantage ist da in Reichweite. Und hat der Gegner uns angegriffen? Er kommt zumindest mit weiteren Armeen. Und hier ist eine Armee verschwunden. Ne? Das ist so ein bisschen ein kleines Problemchen. Hier ist ein Spießträger angeschlagen. Aber den können wir vielleicht ersetzen. Durch einen super guten sogar. Aber der kommt... nee, den können wir leider nicht ersetzen. Ich würde aber gerne... hier haben sie eine Armee aufs Meer gebracht. Stichwort Meer, können wir schon einen Hafen bauen? Nein. Ich würde ja gerne diese Stadt da noch wieder übernehmen. Dauerhaft. Ich wage mich mal hier hin. Da sind sie. Okay. Wollen die Stadt verteidigen. Dadurch, dass wir so angeschlagen sind... Gehe ich mal nicht dorthin. Aber hier, den Angriff machen wir. Wenn alles normal läuft, sollten wir gar keinen Schaden bekommen. Leider läuft nicht alles normal. So, immerhin haben wir die besiegt. Sind hier ein bisschen angeschlagen, kommen da aber nicht weiter. Wir gehen aber erstmal wieder dahin.
hier. Ah, der Dragoner ist da. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt schon schön. Das heißt, wir können dann bei Gelegenheit nachsetzen. Endlich. Den werden wir mal hier im Wald verstecken. Und hier haben wir einfach noch ein bisschen Geduld, würde ich sagen. Noch geht es da nicht weiter. So, eine Flotte kann nichts tun. Und hier kommt die Siedler. Was ist er? Ist er auch ein Siedler? Er ist ein Entdecker. Na gut. Entdecker sind nicht so schlimm. Ich würde sagen, das ist unser Standort. Und wir versuchen jetzt die ultimative Expedition abzuschließen. Der einzigartige Berg mit den... Haben wir es echt geschafft? Nee. Ah nee, es wurde erst ausgewürfelt. Der einzigartige Berg mit den gespaltenen Gipfeln hat schon viele Entdecker in seinen Bann gezogen. Wie wird es dieser Gruppe ergehen? Okay, entweder wir schaffen es, kriegen 100 Ingenieurs-EP, 50 Kultur. Wow, das ist richtig gut. Beim Misserfolg Entdecker-Expedition zurücksetzen. Wow, sehr gut. Wir haben's. Jawohl, großartig. Damit haben wir auch einen richtigen Spitzenentdecker. Aber die Expeditionsgrundchance hat sich nicht großartig verbessert. Wir sind aber leider beim Maximum an Ingenieurkunst angekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Habe ich nicht aufgepasst. Ich werde das trotzdem, glaube ich, investieren, um den Uhrenturm freizuschalten. Als Führung wird es auch schon knapp. Aber da können wir im Zweifel ja immer Tapferkeit wählen. So, gut. Jetzt werden wir hier die Presse machen. Und damit enorm viel mehr Nahrung erzeugen. Ja, hier haben wir das schöne Speiseöl. Halt, uns fehlt noch was. Genau, wir müssen hier in Wartenberg noch den Export definieren von Flachs nach... Neuerswerda. Und jetzt haben wir doppelt Speiseöl. Das sind 16 Nahrung und 6 Vermögen bringt. Damit sind wir auf 186% Nahrungsversorgung. Hervorragend. Vermögen aber trotzdem plus 0 nur. Nun gut. Sehr schön. Welche Region ist inaktiv? Der Dragoner, stimmt. Der ist abgeschlossen worden. Potsdam. Was machen wir mit dir? Das Schatzhaus oder den Uhrenturm? Wir sind hier schon bei 200%. 10 Vermögen, würde ich sagen, könnten wir gut gebrauchen. Hier haben wir immer noch die Arbeitskraft. Wollen wir das so beibehalten? Ja. Na gut, wir könnten auch hier den Uhrenturm bauen, um uns Luxus zu besorgen. Ich würde sagen, das machen wir, wenn Potsdam wieder für Arbeit schafft, denn die Verbesserungspunkte sind schon sehr, sehr cool. 19 Bevölkerung. Wir müssen langsam mal gucken. Haben wir noch überzählige Leute, die wir beschäftigen wollen und können? Im Moment tatsächlich nicht. Insofern, also gerade wenn wir jetzt hier noch Sägewerk machen, hier lohnt es sich im Moment nicht Verbesserung zu bauen. Müllgrube brauchen wir, Pyramide wollen wir haben. Hier unten hängt niemand ab. Nee, dann ist es in Ordnung. Wartenberg, sind wir bei komplettem Maximum, krass. Auch enorm. Aber hier checken wir es. Hier gibt es hier Ineffizienzen. Sieht gut aus. Der fruchtbare Wald, der ist schon nicht schlecht. Wir könnten natürlich hier... Veredeln wir eigentlich hier schon den Marmor? Nein. Warte mal, wir haben... Krass, wir kriegen so viel davon. Oder was wird hier veredelt?
Ein Marmor, ein Kalkstein wird veredelt. Und wir haben... Ach, wir produzieren dort zwei Marmor? Oder warum? Tatsächlich. Ah, krass. Okay, verstehe. Das heißt, theoretisch könnte man noch ein Steinmetz bauen. Der würde natürlich viel effizienter hier nochmal für Produktion sorgen. 10 Produktion. Oh Gott, das ist ja der Hammer. Und Kulturkraft. Oh, wir können die Regierung auswählen. Das ist auch der Hammer. Aber wisst ihr was? Das machen wir. Wir werden noch ein Steinmetz hier platzieren, na klar. Wo, ist die Frage. Das glaube ich aber jetzt nicht mehr so entscheidend. Dann machen wir es hier. So, der Steinmetz, der zweite, der hat auch voll zu tun. Das ist ja der Hammer. Sehr, sehr gut. Prima. Gut, und jetzt die Kulturkraft. Das bedeutet, wir werden eine friedliche Revolution vollziehen. Unsere Regierung ist veraltet und ihre Führer zeigen Interesse an Reformen, ja. Was ist möglich? Eine feudale Monarchie, Imperium oder Republik? Das gucken müssen wir uns natürlich jetzt ganz genau anschauen. Gucken wir uns vielleicht erstmal die Werte an sich an. 2363. 3363. Imperium hat ein bisschen mehr Kultur. Plus 1 an alle regionalen Bedürfnisse haben die noch. Die haben das auch. 2385. Okay. Republik sehr stark in Produktion und Einfluss. Die haben extra Nahrung, extra Nahrung, extra Nahrung. Okay, das ist der Unterschied. Stärkung des Heimatlandes 433. 453. 433. So, aber was ist der entscheidende Unterschied? Das ist ja das hier. So, die Regierungsform feudale Monarchie verbessert alle Aspekte ihrer loyalen Vasallen. Alle, die der Krone ihre Treue schwören, sind wohlhabend. Okay, das hat was mit Vasallen zu tun. Vasallen haben wir recht wenige, ehrlich gesagt. Klar, wir werden jetzt ein paar mehr bekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so gut für uns ist. Imperium. Regierungen von Großreichen streben Überlegenheit auf See an und nutzen diese Macht, um durch Eroberung, Integration und Ausbeutung von im Krieg errungenen Vasallen Kultur und Vermögen zu erlangen. Okay, feindliche Hauptstädte. Vasalisierte Hauptstädte, Marineeinheiten. Nee, das sieht nicht gut aus. Das überzeugt mich nicht so richtig. Was bringt die Republik? Die Regierungsform Republik errichtet weniger bevölkerungsreiche und mächtige Regionen um ihre Palazze herum, die zusätzlichen Luxusressourcen und andere regionale Bedürfnisse erzeugen. Ja, das klingt eher, als ob es zu uns passen würde. Oh, Lagerhausgebäude, zusätzlichen Slot für einheimische Exporte, ist schon mal super. Gefällt mir. Palazzi generieren zusätzlich Nahrung, Wohnraum und Hygiene. Oh, auch stark, da können wir ein bisschen vielleicht sparen. Platz sparen. Studio-Atelier. Wissen und Luxus. Auch cool. Luxus von Plantagegütern. Auch gut. Palazzo bringt Regierungslevel, ist nicht so entscheidend. Sollen sie doch Kuchen essen? Luxus von Luxusgütern noch mehr? Ja. Kunstmäzen, Palazzo. Ja, Leute, wir gehen auf Republik. Die Entscheidung ist gefallen. Das wird ausgewählt. Und damit werden wir ein Palazzo erstmal bauen, wenn ich das richtig sehe. Und wir können direkt weitermachen. Weil wir ganz schön viele Regierungspunkte haben. Aber wir gucken mal, in 15 Runden der nächste Siedler. Das ist noch lang hin. Und Palazzo ist das hier. Aha, das ist diese Aufwertung. Okay. Wir sind hier gerade dran am Schatzhaus. Ich würde fast sagen, das ist nicht ganz so wichtig. Dann sollten wir in Potsdam doch auf den Palazzo gehen. Gefällt mir jetzt besser, dass wir das direkt angehen. Ja, okay.
Sehr schön. Wir haben eine neue Regierung. Ein schöner Moment, wie ich finde, hier an dieser Stelle eine Pause zu machen. Wir sehen uns dann in gewohnter Weise wieder in der nächsten Folge. Bestimmt dann bald mal mit dem nächsten Chaos-Event. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinwall.